ist der Leitsatz der Spray Athener. Wir können alles, doch uns kann keiner. Und uns schmeckt prima, das liegt am Klima. Berliner Weiße mit Schuss, ja. Ein flotter Volksstamm ist hier zu Hause. Ist ziemlich fleißig, macht auch gern Pause. Und trinkt oft fröhlich bei einer Sause. Berliner Weiße mit Schuss. Und alle, die Sie hier so sehen, in unseren Szenen heute laufen, fahren oder stehen, sind Menschen, nicht bloß Leute. Ich weiß ja, Lieselotte, das kam ein bisschen überraschend für dich, unsere Verlobung eben. Aber ich verspreche dir, unsere Hochzeit machen wir nicht so zwischen Tür und Angel. Tschüss, Lottchen. Tschüss, Willi, meine Hase. Tschüss. Mann, oh Mann, ich könnte die ganze Welt umarmen. Sie? Entschuldigen Sie mal. Ja? Wissen Sie, also, wie soll ich das sagen? Ich bin nämlich sehr glücklich heute. Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Freuen Sie sich. Ja, tue ich ja auch. Aber... Na also. Nein, warten Sie doch mal. Wieso? Was habe ich mit Ihrem Glück zu tun? Oder was hat Ihr Glück mit mir zu tun? Na, vielleicht kann ich Sie auch... Ich möchte nämlich... Ja, dachte ich mir, dass Sie wollen das. Ne? Nein, ich möchte ja nicht. Ich will das nur... Habe ich doch gerade gesagt. Das verstehen Sie falsch. Will... Ich möchte Ihnen was schenken. Sie wollen mir was schenken? Da. Ein 100-Mark schenken? Sie wollen mir 100 Mark schenken? Genau. Aber wieso denn das? Das habe ich doch Ihnen schon gesagt, weil ich heute so glücklich bin. Sagen Sie mal, sind Sie... Ich meine, geht es Ihnen nicht gut, mitten in Berlin 100 Mark zu verschenken? Wo gibt es sowas? Na hier, mitten in Berlin. Na nun, nehmen Sie das schon. Machen Sie einen schönen Abend mit Ihrer Frau. Ich habe keine Frau. Na, oder mit Ihrer Freundin. Haben Sie etwa auch diese Freundin? Wie kommt es denn darauf, dass ich keine Freundin habe? Ist ja schon gut, schon gut. Also, mit wem auch immer Sie das Geld verjubeln möchten. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Vergnügen dabei. Aber ich lasse mir doch von einem wildfremden Menschen nicht schenken. Und überhaupt, wo sind wir denn hier? Als ob ich mein Geld nicht selbst verdienen kann, sehe ich vielleicht so aus, hä? Überhaupt nicht. Eine Unverschämtheit, was einem heutzutage alles geboten wird. Na so was? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ach was, hat einfach nur schlechte Laune gehabt. Oh, beim nächsten klappt's bestimmt. Verzeihung, darf ich Sie etwas fragen, mein Herr? Der Funkturm ist gleich um die Ecke. Wie bitte? Und die Gedächtniskirche erreichen Sie mit dem 92er. Nein, Sie verstehen mich ja völlig miss. Ich bin kein Tourist. Ich wollte, ich will Ihnen nur eine kleine Freude machen. Hier. 100 Mark. Und was soll ich damit bitte sehen? Na, ausheben. Sie wird schön nicht kaufen. Das wird Ihnen Freude machen, da. Warum wollen Sie mir das Geld schenken? Na, weil, also ganz einfach. Ich bin heute so glücklich, ja? Und da dachte ich bei mir... Na, hören Sie mal, das ist doch kein Grund, Geld zu verschenken. Wo kämen wir denn dahin, wenn jeder, der glücklich ist, gleich einem anderen was schenken wollte, hm? Also mir gefiel das ganz gut. Anarchie wäre das.
die reinste Anarchie. Nee, nee, hören Sie bloß auf. Da würde ja kein Mensch mehr wagen, glücklich zu sein, wenn er gleich einem anderen was schenken müsste, oder? Das muss ja keiner, aber ich möchte. Schauen Sie mal, sind Sie vielleicht ein Millionär? Millionär? Ich? Nee, leider. Ganz im Gegenteil. Deswegen ist es ja auch nur ein Hunderter. Na, dann behalten Sie Ihr Geld doch selber, junger Mann. Und wenn ich Ihnen noch einen guten Rat geben darf, lassen Sie die Menschen in Ruhe, dann sind Sie immer noch am glücklichsten. Habe die Ehre. Aber ich bitte Sie... Haben Sie mich nicht verstanden? Ruhe! Lassen Sie mich in Ruhe! Na, ist denn der zu fassen? Ich werde den Hunderter nicht los. Fürchterlich. Wirklich fürchterlich, dass sich die Leute immer streiten müssen. Ja, aber wir haben... Ich meine, ich habe überhaupt nicht gestritten. Ich bin nämlich irrsinnig glücklich heute, müssen Sie wissen. Ach, und da streiten Sie immer, wenn Sie glücklich sind? Aber nein! Ich wollte dem Herrn 100 Mark schenken. Und 100 Mark? Warum denn das? Na, weil ich eben so glücklich bin. Und da wollte ich den auch glücklich machen, ja. Aber der... Ach, was nur, ist es ja auch real. Hier, gebe ich das Geld in Ihnen. Mir? Soll doch wohl ein Witz sein, oder? Mir ist ja nicht nach Witzen zumute. Also, wie kommen Sie denn auf diese hanebüchene Idee, dass Geld glücklich macht? Ich will Ihnen mal was sagen, mein Guter. Geld macht zwar einiges mit Menschen, aber glücklich. Glücklich macht es Sie bestimmt nicht. Na ja, vielleicht nicht immer, aber... Na, warum geben Sie es denn nicht dem Bettler da drüben? Einem Bettler? Nee, meine Dame, das nur nicht. Das ist doch den sein Beruf, Geld zu betteln. Für den ist doch das nichts Besonderes. Ich möchte ganz unvermutet jemanden schenken, der sich da besonders drüber freut. Ja, aber da sind Sie bei mir bestimmt an der falschen Adresse, das kann ich Ihnen versichern. Also auf Ideen kommen die Leute manchmal. Ob ich's aufgeben soll? War vielleicht doch eine Schnapsidee. Die Lieselotte lacht sich tot, wenn ich ihr das erzähle. Mein Gott. Wäre doch gelacht, wenn ich heute nicht noch jemand glücklich machen könnte. Ja, das ist genau der Richtige. Ist was? Du bist genau der Richtige. Meinst du mir? Ja, dir, genau dir. Hör mal. Komm, quatsch da aus, gerade ein geiles Lied. Ja, entschuldige, hör weiter. Hier, nimm. Viel Spaß damit. Ein blauer? Zeugen damit. Schenk ich dir. Schenkst du mir? Und was willst du dafür? Nicht. Einfach so. Du hältst mich wohl für total bescheuert, wa? Der Typ ist noch nicht geboren, der ihm einfach einen Huni schenkt für nichts. Komm, spuck schon aus. Was für Kastanien soll ich aus dem Feuer holen für dir? Welche Kastanien? Mann, spar dir doch die naive Tour. Darauf falle ich nicht mehr rein. Der Schein ist nicht sauber, da hängt eine krumme Sache dran. Das riech ich hier in den Wind. Was ist es denn? Soll ich was klauen? Oder brauchst du Schnee? Schnee? Wieso? Mitten im Sommer? Mann, du hast echt eine Meise. Bist du so bescheuert oder hast du einen Streifschuss? Nee, nee. Ein ganz ausgekochter bist du. Aber mich kriegst du nicht dran, wa? Mich kannst du nicht aufs Kreuz legen. Da such dir einen anderen Idioten, du Arsch. Nur ist hier noch. Ich glaube, ich lass es. Ich mach mich doch nicht zum Narren. Sind Sie okay? Huh? Geht's Ihnen nicht gut? Nee, nee, danke. Eigentlich geht's mir blenden. Na, dann ist ja in Ordnung. Entschuldigung. Ja. Einmal noch versuche ich's. Moment mal, junge Frau. Wissen Sie, ich bin eigentlich sehr glücklich heute, ja? Und da dachte ich mir, könnten Sie doch vielleicht mein Glück mit mir teilen. Wie bitte? Ich möchte Sie glücklich machen. Sie mich? Ja. Na, wie wär's? Ist doch nicht dabei. Sagen Sie ja. Also... Ich glaube, ich verstehe Sie nicht ganz. Schauen Sie mal, Sie werden doch sicher ein bisschen Geld hier brauchen können. Für ein hübsches Kleid oder was anderes Schnuckeliges. Ich weiß es nicht sehr viel, Sie sind wahrscheinlich besser gewohnt, aber nun kommen Sie doch schon, Mensch. Tun Sie mal den Gefallen. Seien Sie kein Frosch. Ich bin ja langsam verzweifelt. Also, das ist ja wohl die größte Unverschämtheit, die ich hier erlebt habe. Was glauben Sie denn, wer ich bin? Sie können ja nicht einfach auf der Straße eine Frau anmachen. Na, Sie verstehen das ganz falsch. Nehmen Sie die Hände weg, sonst... Ja, ja. Pfoten weg, habe ich gesagt, sonst rufe ich die Polizei. Haben Sie das verstanden? Schon zur Stelle, junge Frau, schon zur Stelle. Hat der Kerl Sie belästigt? Ja. Möchten Sie Anzeige erstatten? Ja, ich... hat er sowieso keinen Sinn, der kann sich nicht verstehen. Moment, sagen Sie mal, Mann, was ist hier eigentlich los? Ach, nichts, Herr Fachmann, da gar nichts. Nichts, das sehe ich mir schon seit einer ganzen Weile an, dass hier nichts los ist. Was wollen Sie eigentlich von den Leuten? Darf ich Ihnen das erklären? Ja, versuchen Sie es mal. Ja, also, wissen Sie, das ist nämlich so, ich bin wahnsinnig glücklich heute. Ja, sieht mir nach wahnsinnig aus, einfach die Leute belästigen. Wollte doch niemand belästigen, glücklich machen. Ach, das hat doch keinen Sinn. Halt, da geblieben.
So leicht kommen Sie mir nicht davon. Ich möchte jetzt genau wissen, was Sie von den Leuten gewollt haben. Mann, ich hätte nie gedacht, dass das so schwierig sein könnte. Also gut, hören Sie zu. Ich will... Ach, wissen Sie was? Ich schenke die 100 Mark Ihnen, dann bin ich so los und habe endlich meine Ruhe. Was? Das ist ja nur kick mir hin an. Wissen Sie, was das ist? Das ist Beamtenbestechung, ist das. Wissen Sie, was darauf steht? Jetzt reicht's mal aber langsam. Ich gehe jetzt. Ich wollte nämlich nur... Es ist mir völlig klar, was Sie wollten, Freundchen. Angst haben Sie gehabt, dass ich Sie mitnehmen könnte zum Abschnitt wegen Belästigung von Passanten. Und da haben Sie sich gedacht, den besteche ich einfach und dann lässt er mir vielleicht laufen für 100 Mark. So ein Quatsch. Aber nicht mit mir, Freundchen. Da haben Sie sich getäuscht, mein Guter. Vorhin hätte ich Sie vielleicht noch verwarnt, aber nu, mitkommen. Also ich denke ja gar nicht daran, mitzukommen. Ich habe nicht Unrecht getan, ich habe überhaupt nichts getan. Dagegen muss ich mich verwahren. Aha, Widerstand gegen die Staatsgewalt auch noch. Das wird ja immer schöner. Die sind ja verrückt total übergeschnappt. Lassen Sie mich los, Sie wahnsinniger Bulle. Und das war jetzt Beamtenbeleidigung. Und nur jemand mal schön auf den Abschnitt. Hm? Und da wird man Ihnen schon Benehmen beibringen. Und das schwöre ich Ihnen, das war das letzte Mal, als Sie versucht haben, jemanden glücklich zu machen. Schon überredet. Ihr müsst natürlich nicht denken, dass das alles nur für eure Schulaufsätze wichtig ist. Jeder von euch schreibt ja wohl zurzeit seine Bewerbung für eine Lehrstelle. Und da kommt es natürlich genauso auf den guten Ausdruck und auf eine makellose Rechtschreibung an. Ihr könnt zum Beispiel in eurem Lebenslauf nicht schreiben, und dann bin ich in die Schule gekommen und dann habe ich mit meinen Eltern die Stadt gewechselt, dann bin ich einem Sportverein beigetreten und dann und dann und dann. Uli, was sagst du denn dazu? Uli? Ja? Hat ja keinen Sinn. Dein Bewerbungsschreiben möchte ich mal sehen. Wozu? Ich brauch's ja eh nicht. Und einen Abschluss nimmt mich doch sowieso keiner. So, ich will dir mal was sagen. Wenn du deinen Hauptschulabschluss nicht schaffst, dann ist das ganz allein deine Sache. Da kann dir kein anderer... Uli, Ulrike, wartet bitte mal einen Moment. Sagt mal, was wollt ihr denn nun machen, wenn ihr die Schule verlasst? Ulrike. Also, ich wollte eigentlich Friseuse lernen. Wollte? Eigentlich? Naja, ohne Abschluss nimmt mich die Frau Kainzer nicht. Ich könnte ja nicht mal auf die Berufsschule, sagt sie. Sowas wie ich sei nur was für eine Anlernstelle. Quatsch. Bist doch ein aufgewecktes Mädchen. Tja, das steht aber nicht im Zeugnis. Ich bin sicher, dass du eine gute Friseuse abgeben würdest. Hast doch geschickte Hände. Und kannst bestimmt auch ganz gut mit Leuten umgehen. Tja, aber sie nimmt mich nur, wenn ich den Abschluss kriege. Und wie sieht's mit dir aus, Uli? Ganz genauso. Null Chance. Hast du dich denn schon beworben? Ja, sicher. Ich habe ja sogar schon gejobbt bei Kowalewski, Karosseriebau. Und der sagt, ich bin besser als mancher, der bei ihm schon ausgelernt hat. Na also. Und? Ohne und. Als Hilfsarbeiter könnte ich bei ihm anfangen, sagt er. Jederzeit. Das muss ja nicht sein, ne? Aber ihr wisst, dass ihr bei euren bisherigen Noten kaum die Möglichkeit habt, den Abschluss zu schaffen. Tja, wenn nicht noch mal ein Wunder passiert. Wunder sind selten. Sehr selten. Sagt mein Vater auch immer. Na, siehst du. Und nachher hängt er nur rum. Ach, irgendwas zum Jobben finde ich schon. Irgendwas, irgendwas. Wenn man eine Klasse so lange betreut hat, wie ich die eure, dann sind einem die Schüler natürlich ans Herz gewachsen. Ihr beide könnt mehr. Ich weiß, dass ihr zu viel mehr fähig seid, als eure Zensuren aussagen. Aber euch hat die Schule nie besonders interessiert. Stimmt's, Uli? Stimmt. Ja. Das ist mehr ein Vorwurf an mich als an euch. Offensichtlich war mein Unterricht nicht so, dass ich euch richtig zur Arbeit animieren konnte. Also, ich fand Ihren Unterricht immer toll. Ja, danke. Naja, ein bisschen altmodisch vielleicht. Altmodisch? Nun ja, in Mathe zum Beispiel. Beim Kowalewski, da steht ein Computer. Mit dem komme ich prima klar. Bei Ihnen darf man ja nicht mal einen Taschenrechner benutzen. Nein, weil er sonst am Ende noch nicht mal das 1x1 beherrscht.
Aber das sind doch müßige Diskussionen. Lass uns doch lieber darüber nachdenken, was wir tun können, damit es vielleicht doch noch schafft. Sie bestimmen noch die Anmeldenote. Ulrike, was geht da bloß in deinem Kopf vor? Hm? So gut müsstet ihr den alten Geiger doch nur langsam kennen, um gar nicht erst auf die Idee zu kommen, ich wäre bereit zu schummeln. Der Kowalewski sagt, soll doch dein Pauker dafür sorgen, dass du den Abschluss kriegst. Dann kriegst du auch die Lehrstelle, hat er gesagt. Wirklich? Hat er gesagt. So, so. Ja, und Frau Kainzer meint, es gebe da so einen Gummiparagrafen. Meint Frau Kainzer? Ja, und bei dem könnten die Lehrer so nach eigener Einschätzung oder so. Das mag's geben, durchaus. Aber nicht bei mir. Kinder, bei mir gibt's ehrliche Noten für ehrliche Arbeit. Und damit basta. Helfen. Komm her, Mädchen. So. Hm? Ihr wisst, Michelangelo war nicht nur ein großer Maler, sondern auch ein bedeutender Baumeister, Planer und Entwerfer, nicht? Die Entwürfe des Kapitols zum Beispiel wurden von Michelangelo dazu benutzt, um unseren, entschuldigt, Kinder. Heißen hier Kinder? Ja, ja. Also, Herrschaften, es muss natürlich heißen, das Kapitol, beziehungsweise der Kapitolplatz wurde monumental ausgebaut. Dort entstand der Senatorenpalast, der Konversatorenpalast, das Kapitolinische Museum und natürlich das Reiterstandbild Marc Aurels. Oh, Herr Direktor. Darf ich Sie mal für einen Augenblick ins Rektorat bitten, Herr Kollege Geiger? Ja. Entschuldigt mich bitte einen Augenblick. Sie sind sicher der zuverlässigste, korrekteste, fleißigste und disziplinierteste Kollege an dieser Schule. Ja, ich weiß. Bescheiden sind Sie außerdem. Deshalb kann ich und will ich nicht glauben, was sich hier aufdrängt. Es sieht so aus, als seien diesen beiden Arbeiten manipuliert worden. Manipuliert? Ja. Ich schließe diese Hefte jetzt ein. Und morgen wird uns das Oberschulamt einen Schriftsachverständigen stellen, der meinen Verdacht fachlich korrekt überprüfen wird. Solange das Urteil dieses Experten nicht vorliegt, werde ich mich jeder Vermutung enthalten. Danke, Herr Kollege. Also ich... Ja, ist noch was? Nein. Uli, wir wissen noch gar nicht, ob das stimmt. Menschenskind, der Oliver ist der Sohn vom Rektor, der muss das doch wissen. Sein Alter hat doch beim Abendessen alles erzählt, oder meinst du, der Oliver hat da was falsch geschnallt? Ja, wenn wir jetzt hier in der Schule einbrechen, dann ist es doch echt kriminell. Uli, da kommt jemand! Mist! Ich bin er. Der alte Geiger. Thank you.
dachte, irgendeiner passt. Keine Angst, Herr Geiger. Wir sind's bloß. Licht aus, bitte! Die Vorhänge sind doch zu. Ja. Was macht ihr denn hier um diese Zeit? Und was machen Sie hier um diese Zeit? Das geht euch nichts an. Oh doch, ich glaube schon, dass das uns was angeht. Herr Geiger. Was? Er meint, ob Sie vielleicht hier sind, um unsere Arbeiten... Bitte? Wie kommt er denn darauf? Da? Ja. Darf ich mal? Danke. Keine Ursache. Was jetzt? Verbrennen? Bist du verrückt? So etwas Ähnliches müssen Sie doch auch vorgehabt haben. Naja, ich wollte das Corpus Delicti verschwinden lassen. Menschenskind, da hat ja einer unheimlich drin rumverbessert. Also doch. Was also doch? Ja, das sieht man doch, dass das nicht meine Schrift ist. Ja? Mhm. Das ist eben der wunde Punkt. Wie wir es... Ja? Wenn wir das Ganze noch mal schreiben, der Uli und ich. Sag mal, spinnst du mitten in der Nacht ackern wie ein Blöder? Na und? Von nichts kommt nichts, mein Junge. Das ist die rettende Idee. Das ist überhaupt die Idee, die uns alle drei retten kann. Ja. Mädchen. Wenn über dem Bruchstrich eine 4 steht und unter eine 2, dann kann man das doch kürzen. Das hatte ich beim ersten Mal aber auch nicht. Widersprich nicht, schreib. Oh Mann. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass da eine 2 hingehört. 4 halbe sind 2 ganze. Weiß jeder Biertrinker. Hm? Was bedeutet die Formel da? Sinus ist gleich Kathete durch... Ja? Ja? Aber das ist doch überhaupt nicht wichtig. Wir haben gleich 2 Uhr nachts. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn du das Ganze nur hinschreibst und nicht begreifst. Also überleg noch mal. Wir packen das schon. Sehr schön. Fabelhaft. In eurer ganzen Schulzeit habt ihr noch nie so sauber geschrieben und so anständig gearbeitet. Und auch noch nie so wenig Fehler gemacht. Aber die brauchen wir ja schließlich zur Tarnung. Und wie gerne hätte mir der Herr Rektor einen Strick gedreht. Jetzt kann er sich selber dran aufhängen. Uli, bitte, ja? Es stimmt, aber wo er recht hat, hat er recht, Herr Geiger. Was machst du denn da? Fingerabdrücke abwischen. Ah, sehr vorausschauend. Aber jetzt mach mal eine Fliege, ja? Ich muss nur noch die Arbeiten korrigieren. Ist eigentlich, wie spät das ist? Oh ja. Ach, hier der Dietrich, damit Sie die Schranktür wieder abschließen können. Na, du denkst aber auch an alles. Moment, ihr habt noch was vergessen. Ach, unsere vermurksten Arbeiten. Damit könnt ihr euch die Wände tapezieren. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Thank you.
Seltsam. Höchst seltsam. Tja, kein Zweifel. Ich habe keinerlei Zweifel. Sagen Sie schon. Sagen Sie es schonungslos. Tja, es gibt keinerlei Zweifel. Die Schriften sind identisch. Die Arbeiten wurden ganz eindeutig von den beiden Schülern geschrieben. Nur eins ist ungewöhnlich. Was ist ungewöhnlich? Ja. Sagen Sie es. Die beiden Arbeiten sind unterbewertet. Wie bitte? Was sagen Sie da? Na hier, dieser Ulrich Kleinert hat doch von Ihnen eine 4 bekommen, Kollege Geiger. Da habe ich ein Auge zugedrückt, muss ich zugeben. Aber offensichtlich das Falsche. Der Junge hat mindestens eine 3 geschrieben. Und diese Ulrike Herbrecht müsste sogar auf 2 kommen. Wir sind angehalten, sehr streng zu werten, äußerst streng. Der Herr Rektor verlangt es von uns. Kein falsches Mitleid, sagt er immer, keine Sentimentalitäten. Die Wirtschaft muss sich auf unsere Bewertung verlassen können. Aber wir sollten doch trotz allem auch darauf achten, den jungen Menschen ihre Zukunftschancen nicht zu verbauen. Ja, ein interessanter Aspekt und ein überlegenswerter Gedanke. Ich werde ihn beherzigen. Danke, meine Herren. Und dann Feierabend. Sag mal, Karl, was ziehst du denn für ein Gesicht? Freust du dich aufs Wochenende? Freuen? Ich wünsche, ich hätte schon hinter mir. Was ist denn los? Na, sag schon. Kennst du Hanna Renate? Die mit der Kessen Schnauze und den einnehmenden Wesen. Ja, was ist denn mit der? Sie hat bei der Pistole auf der Brust gesetzt. Was denn, will sie dir vernichten? Na, so könnte man das auch nennen. Sie will, dass ich sie eheliche. Na Mensch, wenn es weiter nicht ist. Das wird doch Zeit, dass du von der Straße wegkommst. Junge, ich liebe meine Freiheit. Ich will nicht abhängig sein, weder von Kind Kehl noch Kanarienvogel. Von nicht. Besitz belastet bloß. Na, dann sag ihr doch, dass du sie ja nicht willst. Na, das kann ich nicht mehr. Warum? Hast du ihr vielleicht was versprochen? Ja, ich habe ihr versprochen. Ich blöd, ich leg mal doch nicht fest. Aber. Was aber? Ich hab mal leichtsinnigerweise so eine Andeutung gemacht in einer schwachen Stunde. Ach du heiliger Strohsack. Das vielleicht auch ganz schön wäre, nicht immer nur so alleine sein Essen machen. Siehst du, das war der Fehler. Du sagst das. Und nun willst du? Und nun willst du das wissen, genau. Heute Abend soll ich mal äußern. Das hat man hinzitiert in der Seeterrasse. Ach du Jottchen, wie hast du denn das gemacht? Ja. Scheibenkleister, wenn man so in der Klemme sitzt, was? Kann ich verstehen. Ich liebe auch meine Freiheit. Also dann mach's gut. Ach. Dankeschön. Fahrscheine bitte. Danke. Danke. Fahrscheine bitte. Ja. Danke. Und der Hund? Welcher Hund? Was machst du denn? Das ist nicht mein Hund. Aber Sie kennen ihn doch offensichtlich. Kennen, wer zu viel hier sagt. Wir sind uns mal flüchtig begegnet. Jedenfalls ist der Hund mit Ihnen hier und Sie müssen einen Fahrschein für ihn lösen. Der Hund ist nicht mit mir hier. Der ist höchstens hinter mir hergelaufen. Das ist doch dasselbe. Nee, das ist eben nicht dasselbe. Wenn er mit mir hier wäre, hätte ich ihn ja mitgenommen. Ist doch klar, ja? Aber da ich ihn nicht mitgenommen habe und ihn auch ja nicht kenne, ist er ohne mich hier. Klar? Nee.
Ich habe mit dem Tier nichts zu tun. Er hört mir nicht. Stimmt doch nicht. Ich habe gesehen, wie der Herr mit dem Hund zur Haltestelle gekommen ist. Sehen Sie? Ach, was? Also, wenn Sie nicht freiwillig sofort einen Fahrschein lösen für das Tier, dann müssen Sie auch noch Strafe zahlen wegen Schwarzfahrens. Bezahlt wird vorne. Und das nächste Mal, da lösen Sie gefälligst vor Antritt der Fahrt Ihren Fahrschein. Ein nächstes Mal wird es mit dem Viech nicht geben. Fahrkartenkontrolle. Da, von mir aus kannst du jetzt durch die ganze Stadt spazieren fahren. Hier, nimm. Ich steige hier nämlich aus und um. Nun hör mal gut zu, mein Kerlchen. Ich hab dir geholfen. Ich hab für dich einen Fahrschein gelöst. Das hat gern getan. Aber jetzt ist Schluss. Zieh Leine. Ab nach Hause. Junge, kick mich doch nicht so an. Ich habe selber im Moment ein Problem zu lösen. Na los, zisch ab! Na, Gott sei Dank. Na, das darf doch nicht sein. Ganz richtig, mein Herr. Hunde dürfen hier nicht rein. Haben Sie denn nicht das Schild am Eingang gelesen? Jetzt sagen Sie mal ihm. Mich betrifft das nicht. Aber das Tier gehört doch zu Ihnen. Im Vertrauen, das scheint er auch zu glauben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ihm das ausreden können. Los, jetzt aber raus. Komm rein, ich hab's eilig. Entschuldigung. Und was machst du so? Ich würde das Besteck für Jaguar. Oh ja, Moment. Schenzer? Ja, so kann vielleicht noch etwas Weißes dazu. Ja, das würde ich gerne machen. Vielleicht so ein Schmetterling? Ja. Das würde ich auch ganz gut. Das finde ich auch ganz gut. Das hat sich rein. Dieser Köter! Na, so eine Unverschämtheit. Klaut er mir am helllichten Tag der Portemonnaie? Gut gemacht. Danke, Schimanski. Du bist mir Fly einer. Was soll ich denn jetzt mit dir machen, ne? Also hör mal zu. Ich bin dir wirklich dankbar, mein Freund. War sehr nett von dir. Aber nun sind wir quitt. Nur verdufte. Oder nie. Pass mal auf, komm mit. Komm mal ruhig mit. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Hanna Renate allergisch gegen Hunde. Genau. Los, komm. Mensch, du hast es aber eilig. Du wirst gleich ihren Platz einnehmen, was? Liebling. Tagchen, Hanna Renate. Das ist ja ganz schön spät. Meinetwegen nicht in Unkosten stürzen. Nelken, du weißt doch, dass ich keine Nelken mag. Was ist denn das? Na? Na, das da. Sieht aus wie ein Hund. Und was macht der da? Na, der sitzt da. Was ist denn jetzt mit deiner? Nee. Also, Kalle? Ich hab mich entschlossen, deinen Antrag anzunehmen. Moment mal. Hanna Renate, Momentchen doch mal. Ich hab mich doch noch ja nicht richtig... Du wirst doch nicht etwa kneifen?
Sieh mal, Liebling. Das Vieh ist ja immer noch da. Kann ich ihm nicht verbieten. Wieso denn nicht? Weil der horcht mir nicht. Guck mal, Hund, zieh Leine. Gehst du auf die Stelle nach Hause, lässt uns in Ruhe. Du, wisst ihr, der will nicht. Na gut, dann hier nehmen wir. Du, das scheint ja viel Sinn zu haben. Ich versuche schon seit Stunden, das anhängliche Tier loszuwerden, aber der scheint sich nun mal in mir verguckt zu haben. Also, bis du den behalten willst? Ja, vielleicht das Einfachste. Ach Mensch, Kalle, du wirst doch, dass ich gegen Hunde allergisch bin. Bist du? Hat ja nicht dran gedacht. Mensch, was machen wir denn da? Das ist doch wohl keine Frage. Sieh zu, dass du den Köter loswirst. Liebling, der hat mir vorhin mein Portemonnaie gerettet. Nicht? Vor einem Dieb. Mitten auf der Straße. Schick den Köter weg. Du, das bringt nie fertig. So ein nettes Kerlchen. Heißt das, dass du den Hund mir vorziehst? Nein, keineswegs. Nur... Der Hund oder ich? Aber Hanna, Renate, das kann ich nicht glauben, dass du was gegen einen so liebes... Er oder ich? Sieh mal, ist ja auch eine Frage der Verantwortung. Nicht? Das arme Wesen hat keine Menschenseele, nicht? Ganz alleine. Niemand hat es, außer mich. Du hast es, so ihr wollt. Dann werd ihm glücklich mit deinem Köter. Aber komm mal nicht mal in eine Krochen, dass es dir leid tut. Pui, das hätten wir überstanden. Also, mein Freund, jetzt hast du wirklich was bei mir, Jud. Und wenn du unbedingt willst, dann kommst du mit zu mir, hm? Ich wollte zwar nie abhängig sein von Kind Kehl und Kanarienvogel, aber du bist ja ein Hund. Studierst du jahrelang an der Hochschule für Musik und dann das? Du, Bertram, ich muss mich jetzt konzentrieren. Wie heißt denn die Gruppen? Tornado-Schrillis oder was weiß ich und spielen diesen Hardrock. Verplempert sein Talent mit dieser Affenmusik. Du, Bertram, ich bin nervös. Ich verpatze noch mein erstes Tremolo nach dem Adagio. Weißt du, Werner? Dein Burschi kriegt schon die Kurve. Weißt du, was er mir geantwortet hat? Papa, hat er zu mir gesagt. Und du verplemperst dein Talent als Beckenschläger. Dir reicht's, wenn du in 2 Konzertstunden 5-mal Ching machen darfst. Stell dir mal vor, das sagt er zu mir. Und ich sag zu dir, du regst mich auf. Du weißt ganz genau, ich hab Schwierigkeiten. Hat nicht die geringste Ahnung, dass so ein Beckenschlag als Akzent und Höhepunkt einer Komposition das musikalische I-Tüpfelchen ist. Na, Bertram, das weiß der schon. Der blufft. Hm? Der blufft. Der blufft eben nicht ein Ignorant, mein Sohn. Ich sag's dir. Was weiß der schon davon, welches Feeling und was für ein Höchstmaß an Präzision so ein Beckenschlag erfordert? Das ist wahr. Gerade wenn ich mein Triangel spiele. Nur so eben Ching machen, so ist es ja noch nicht, nicht? Dazu braucht es schon mehr. Naja, mei, wem sagst du das? Gerade wenn ich mein Triangel spiele. Also, Werner, bitte entschuldige, das kann man nun nicht vergleichen. Meine Damen und Herren, es ist 19:57 Uhr. Ich habe soeben das zweite Klingelzeichen gegeben. Ich darf Sie bitten, Ihre Plätze auf der Bühne einzunehmen. Ich wünsche Ihnen für Ihr heutiges Konzert viel Erfolg. Danke. Ich werde wahnsinnig. Was ist? Ich muss hier raus. Was ist? Ich muss dringend telefonieren. Sag einmal, bist du deppert? Ich erklär's dir später. Bertram, geh nicht fort, wer schlagt mir das Becken? Na, ich will denn sonst? Bin doch erst am Schluss dran, bis dahin bin ich längst zurück. Jesus. Gott sei Dank, dass ich Sie erreiche. Hören Sie, Frau Wiesecke, ich habe vor einer Stunde meinen Anzug aufgebügelt. Und... Was? Ja, meine Frau ist für ein paar Tage verreist. Und ich glaube, nein, ich bin sogar ziemlich sicher, ich habe das Bügeleisen angelassen.
Bitte, Frau Wiesecke, Sie haben doch einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Schauen Sie bitte um Himmels Willen ganz schnell nach. Ja, ich warte. Jesus. Ja? Gott sei Dank, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Und ich hätte gewettet, ich habe es angelassen. Ja, Dank für Ihre Mühe, Frau Wiesecke. Und entschuldigen Sie die Störung. Beruhigungstablett. Wasser. Mein lieber Freund, hast du aber noch mal Glück gehabt. Das darf doch nicht wahr sein. Hallo? Hallo? Ich bin hier eingeschlossen. Hallo? Ich muss hier raus. Wie komme ich da bloß hier raus? Auch das noch. Ah! Hey, sie kommt ja zu sich. Wann haben Sie denn für Faxen? Ich habe keine Zeit, hier Sanitäter zu spielen. Was machst du mit meinem Kumpel? Moment mal. Du hast ihn niedergeschlagen. Nein, ich wollte ihn. Du willst ihn berauben? Nein, hören Sie doch so mal. So was Niederträchtiges. Lassen Sie mich doch los, Sie Blödmann. Ich bin Musiker. Musiker? Ich muss sofort auf die Bühne. Keine Ausrede, auf die Bühne kommst du nicht, aufs Polizeirevier musst du. Lassen Sie mich sofort los. Schon. Haben nur ein paar Minuten Zeit.
Tür. Meine Damen, entschuldigen Sie vielmals. Ja, Sie. Können Sie mir sagen, wie ich hier zur Bühne... Nochmal, bitte nicht schon wieder! Na, 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 na. Ist die nicht gut oder was soll das? Hören Sie, Herr Wachtmeister, die Sache ist so. Ich muss hier rein, ich muss nämlich gleich auf die Bühne. Ich bin Musiker, ich habe gleich meinen Einsatz. So. Ja, bitte. Ist eine lange Geschichte, aber... Na, dann erzählen Sie doch mal. Nein. Oh nein. Oh doch. Also... Ich war auf der Toilette, wollte eine Tablette nehmen, weil... Aber das war gar nicht so. Das Bügeleisen war aus. Dann bin ich die Feuerleiter nach oben, verstehen Sie? Und in der Klimaanlage habe ich einen Schlag bekommen. Und was für einen. Der Schalter war nämlich defekt. Und der Fußboden war frisch gebohnert und da bin ich gerutscht wie der Teufel. Und dann bin ich hier durch die Tür gesaust und draußen war ich. Und ich muss ganz schnell wieder rein. Aber warum, wenn es da drin so garstig ist? Weil ich das Becken schlagen muss. Das Becken, das ist ein Instrument, Sie Weihnachtsmann. Und das macht Ching. Ching macht das. Ist ja gut, ist ja gut. Beruhigen Sie sich doch. Das kriegen wir alles wieder hin. Wähle 110 an West. Bitte schicken Sie Zustände in Funkstreifenbahn zum Abtransport einer hilflosen Person. Melde mich sofort wieder. Ende. Halt! Stehen! Foxy! Foxy, komm zu Herrchen! Foxy! Da ist er. Danke. Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. So kann ich doch nicht auf die Bühne. Moment, mein Herr. Moment. Sie können erst in den Saal, wenn das Vorspiel vorbei ist. Zu spät kommende Besucher. Ich muss da sofort rein. Geben Sie erst mal Ihren Mantel ab. Nein, den behalte ich an. Und dann in der Pause lasse ich Sie rein und Sie suchen in aller Ruhe Ihren Platz. Den brauche ich nicht zu suchen. Ich sitze auf der Bühne. Wo bitte? Da. Schauen Sie genau hin. Über den Bläsern neben dem Triangelspieler. Da sitze ich. Wo? Über den Bläsern neben der Triangel. Psst. Ich sehe Sie nicht. Und das ist ja das Problem. Da gehöre ich hin. Ah, Sie sind Musiker. Beckenschläger, ja. Ah. Und was machen Sie dann hier? Sie haben bald Ihren Einsatz. Na, das ist es doch. Aber Sie haben Nerven. Warum kommen Sie nicht pünktlich? Ich war ja pünktlich, aber... Das ist eine Dienstauffassung, die ich nicht heilen kann. Wenn ich mir das in meinem Beruf erlauben würde, dann... Wie komme ich auf die Bühne, Mann? Vor allem nicht durch den Saal und nicht in diesem Aufzug. Was macht das für einen Eindruck, ein Philharmoniker? Noch ein Wort und ich schicke Sie in Rente. Wo geht's zur Bühne? Da die Treppe runter, den Gang entlang bis zum Ende, dann rechts abbiegen und die vierte Tür links, da sind Sie. Auf der Bühne, danke. Nicht auf der Bühne, wenn er mich nicht ausreden lässt. Verdammt, hier bin ich doch wieder falsch. Was hat mir denn erzählt? Na bitte, wer sagt's denn?
komm schon, wie lange dauert denn das? Ich benutze Dirigentenplattform. Hier, reit uns schon mal. Lieber Gott, womit habe ich das verdient? Ich will raus hier! Mach die verdammte Tür auf! Hilfe! Sind Sie noch zu retten? Sie brüllen ja den ganzen Haus zusammen. Er läuft ein Konzert, Mann. Ist er fahrenhaft. Jetzt sind wir beide eingeschossen. Was reden Sie da für einen Stuss? Haben Sie nicht wenigstens ein paar Spielkarten dabei, damit wir unsere Zeit vertreiben können? Ja, aber ein Junge, haben wir den Heuchel gleich auf den Börner, dass sie wieder zu sich kommen. Warum nicht gleich so? Ich weiß, bin auf die Sekunde genau da.